Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli. Und in dieser Vegan-Podcast-Episode hörst du. Da bin ich absolut bei dir. Kalorien ist nicht eine Kalorien. Das wird man ganz einfach feststellen. Ich gehe mit jedem sofort die Wette ein. Lass uns eine Woche, du trinkst eine Woche nur Cola, 2000 Kilokalorien. Und ich esse eine Woche lang nur Steaks, 2000 Kilokalorien. Und wir werden anschließend auf der Waage sehen, was das für einen Unterschied macht. Also eine Kalorien ist nicht Kalorien. Kalorien ist trotzdem nicht unwichtig. Das soll heißen, man darf nicht dauerhaft zu wenig essen. Ne? Man braucht schon so ungefähr diese Menge. Willkommen im Vegan Podcast, präsentiert von Mr. Broccoli. Bei uns tauchst du tief ein in die Welt der pflanzlichen Ernährung, entdeckst die neuesten Fitnesstrends, erkundest die Geheimnisse der Langlebigkeit und berührst die Tiefe der Spiritualität. Wir bieten dir eine einzigartige Perspektive auf aktuelle Themen, unvoreingenommen und stets am Puls der Zeit. Und nun viel Spaß mit der neuesten Episode. Kann man gleichsetzen mit Sättigung. Die ganzen Fertigessen so wenig Eiweiß drin haben. Die wissen ganz genau auch, was wir hier wissen, weil Eiweiß ist einfach teuer. Also, wenn man viel von seinem Produkt verkaufen will, lässt man das Eiweiß weg. Ne? Weil dann ist derjenige nämlich die doppelte Portion. Dann vergiften wir uns. Robert Krug. Robert Krug. Heute zu Gast im Vegan Podcast. Namaste, dass du diesen Kanal schaust. Ich habe nur eine kleine Bitte. Bitte abonniere diesen Kanal und wenn dir das Video gefällt, leite es einfach weiter. Es gibt so viele Menschen, die davon profitieren könnten. Und jetzt ab zum Video. Etwas über den Eiweißbedarf des Menschen, den Abbau, Umbau des Eiweißes in uns Menschen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, dass wir an jedem Morgen katabol aufwachen. Hallihallo und herzlich willkommen im Vegan Podcast und heute könnte ich fast sagen im Protein Podcast, denn heute dreht sich mal wieder alles um dieses heiße Thema der heutigen Zeit, Protein, Eiweiß. Früher hieß es sogar Eiweißstoff oder so irgendwas. Naja, auf jeden Fall, es geht nicht um Stoffen heute, so wie die Bodybuilder früher gemacht haben. Nicht nur mit Eiweiß leider, aber heute haben wir wieder unseren Robert Krug eingeladen, mehrfacher Buchautor und Superbrain aus meiner Sicht, der sich alles aus einer wissenschaftlich datenfaktentechnischer Lage anschaut. Und er hat ein neues Buch rausgebracht, Eiweiß ganzheitlich betrachtet. Gesundheit aus Sicht der Muskeln. Was sich hinter diesem nüchtern betrachtenden Titel verbirgt und was Eiweiß im Hinblick auf Langlebigkeit, Entgiftung, Vitalität, Muskelaufbau, Abnehmen und so weiter zu tun hat, erfährst du heute in diesem tollen Interview. Und übrigens auch, was sind die Unterschiede zwischen pflanzlichem und tierischem Eiweiß? Wie gut kann der Mensch jedes verwerten, was ist die bessere Eiweißquelle für uns und vieles mehr. Übrigens auch aus der Sicht der Anthropologie beachtet oder betrachtet. Herzlich willkommen, lieber Robert. Erstmal, wie gut geht's dir und bist du heute katabol aufgewacht? Wie jeden Morgen leider, ja, natürlich. Mir geht's gut. Ich fühle mich sehr gut. Es sind natürlich auch die Feiertage, wo man auch ein bisschen entspannen konnte im Kreis der Familie. Das ist ja sehr nett. Und ja, vielen Dank für deine Einladung. Ja, zu diesem sehr spannenden Thema. Ja. Wie immer eine große Ehre. Bei uns im Blog und natürlich auch hier in YouTube und im Podcast hat es ja schon vieles zum Thema Eiweiß gegeben und gibt es auch sehr vieles. Das verlinken wir natürlich alles unten drunter. Aber du hast hier jetzt ein ganz, ganz neues, brandneues Werk rausgehauen und da sind ja dann eben auch die neuesten Grundlagen drin oder wissenschaftlichen, ja, mehr oder weniger Erkenntnisse drin, wo stehen wir heute im Jahr fast 2024 zum Thema Eiweiß, wie viel ist gut für uns? Vielleicht fangen wir mal damit an, ja auch eben eine ganz, ganz interessant und sehr häufig gestellte Frage, wie viel Gramm Eiweiß sollten wir nehmen? Und da gibt es ja da total viele unterschiedliche Antworten. Auslegung. Was ist deine Antwort zum Stand von heute? Sehr gern. Einen Satz würde ich gerne vorweg schicken. Ich komme ja nun mal aus der aus der Ernährungsperspektive, wo tierisches Eiweiß ein zentraler Bestandteil ist, sagen wir es mal so. Es ist die Low-Carb Healthy Fat Community, wo ich herkomme, primär. Man lernt langsam, so Low-Carb muss man gar nicht gehen. Das ist auch im Eiweißbuch drin. Aber was ich sagen möchte ist, ich möchte hier nicht bekehren. Christian und ich verstehen uns ja nun sehr gut.
Wir wollen aufklären. Wir wissen auch nicht alles. Es gibt auch diverse Sachen, die man vielleicht in der Wissenschaft oder nee, in der Wissenschaft noch nicht so 100% erklären kann. Aber es gibt viele interessante Erkenntnisse und ich möchte vor allen Dingen helfen. Und noch ein ganz wichtiger Disclosure, wie es im Englischen heißt. Ich habe keine finanziellen Bindungen an niemanden, außer dass ich natürlich gerne meine Bücher verkaufe mit meinem Wissen. Aber deswegen kann man sich darauf verlassen. Ich empfehle nichts, wo ich irgendwie finanziell dran gebunden wäre. Und zwar nichts. Ich habe keine Bindung an niemanden. So, das vorweg. Da gibt es ein spannendes Lebenswerk von zwei Biologen. Sind, glaube ich, beides Biologen, Simpson und Raubenheimer. Und die beiden haben, man muss da immer sehen, da steckt immer ein gesamtes Lebenswerk dahinter. Deswegen habe ich da auch unheimlich viel Respekt vor solchen Arbeiten dann auch. Die haben das Buch geschrieben, Eat Like the Animals, und haben dabei festgestellt, Tiere essen auf ein ganz fixes Eiweißziel hin, jeden Tag. Und das schaffen sie, ohne dass sie Tabellen dabei haben, dass sie irgendwo in Nahrungsrechner.de irgendwie sowas nachgucken müssen. Wie viel Eiweiß ist denn da drin oder was ist da drin? Wie viel Kohlenhydrat und so weiter? Also, ne, sie messen nichts ab, aber sie schaffen es tatsächlich sehr konstant, individuell verschieden, je Tierart, eine Menge an Eiweiß zu sich zu nehmen. Und das hat die total stutzig gemacht. Wieso haben die so eine, man nennt das somatische Intelligenz auch zum Teil, wieso haben die so eine hohe somatische Intelligenz? Und wir Menschen, wie man jetzt leider feststellen muss, wenn man anguckt, dass in Amerika mittlerweile 50% der Menschen adipös sind, also nicht übergewichtig, sondern schwerst krankhaft übergewichtig, adipös. Wie kann das sein, dass wir Menschen das so schlecht hinkriegen? Wahrscheinlich, weil wir zu viel nachdenken. Ein Grund. Aber was die festgestellt haben, ist, haben sie mehrere interessante Tests gemacht. Natürlich hat sich über 30 Jahre so gefunden. Man hat da mit Fliegen angefangen, ist dann über Heuschrecken und dann haben sie Paviane beobachtet und dann auch und so weiter und sich halt in der Tierwelt sozusagen hochgearbeitet. So baut man das auf. Und dabei kann es ganz oft passieren in der Wissenschaft, dass man halt falsch lag und dann so 15 Jahre des Lebens einfach mal so wegspült. Diese Storys hört man natürlich nicht. Aber ich will nur sagen, was ich da für einen Respekt vor habe, vor so einer Arbeit. Und die haben herausgefunden, dass wir Menschen von unserem Energiebedarf circa 20-25% Eiweiß am Tag brauchen. Unser Körper das braucht. Wird im Buch auch erklärt, warum. Gehen wir aber auch drauf ein hier im Gespräch. Und das bedeutet erstmal so Pi mal Daumen. Christian und ich sind ja ungefähr gleich schwer, so 70-72 Kilo rum. Das bedeutet, wir Männer brauchen ungefähr so 120 Gramm Eiweiß am Tag. Sportler mehr. Also ne, das ist jetzt erstmal für jemanden, der nicht allzu sportlich ist. Vielleicht so zweimal die Woche ein bisschen laufen geht oder Krafttraining macht. Jetzt im Rahmen ein bisschen Pilates oder irgendwie sowas in der Richtung. Yoga ist nicht ganz so hat nicht ganz so den höheren Bedarf. Aber diese 120 Gramm für Männer und bei Frauen ist so die magische Grenze bei 100 Gramm, dass man so auf 100 Gramm Eiweiß kommen soll. Und das hat unheimlich viele Effekte, nicht nur zum Thema Muskelaufbau, sondern auch zum Thema Muskelerhalt. Und halt diese Sättigung, ja, dass wir das brauchen zur Sättigung, weil man hat an Studien, an Menschen festgestellt, ganz spannende Studie, man hat ganz leckere Mahlzeiten gemacht und hat die unterschiedlich viel Eiweiß versehen, ohne dass man das jetzt bemerkt. Ja, na klar, ein Steak sieht jeder, aber die haben keine Steaks gemacht. Ne? Steak, weiß man, ist 20% Eiweiß. Sondern die haben leckere Mahlzeiten gemacht und haben beobachtet, die Mahlzeiten gegessen haben mit weniger Eiweiß, mit 10-12% Eiweiß, die haben mehr gegessen als die von vornherein wesentlich höheren Anteil an Eiweiß zu sich genommen haben. Ja, und das sind also so 300-400 Kilokalorien haben die mehr gegessen. Und das ist in einer Mahlzeit vollkommen egal, aber über die Jahre ist das nicht so egal. Ja, vor allen Dingen, weil wir Menschen da leider auch dazu neigen, gerne Kohlenhydrate dann mehr zu essen. Ja, Thema Nudeln, schmeckt jedem. Da hat man dann das Problem, das sind 70% Kohlenhydrate, ist zwar alles Glucose, ist kein Zucker, aber ist Blutzucker. Glucose ist Blutzucker. Das ist mal okay, ist das überhaupt kein Problem, aber dauerhaft ist das nicht so gut. Da hatten wir auch einen super Podcast und Video schon mit dir darüber gemacht, was ich eben auch super spannend finde. Da auf jeden Fall nochmal die Verlinkung. Jetzt haben wir gelernt, ungefähr 120 Gramm Männer, 100 Gramm Eiweiß die Frauen. Jetzt mal über
über den Daumen gepeilt, ne, jetzt mal unabhängig von Gewicht und unabhängig vielleicht eben auch von sportlicher Aktivität. Du hast es genannt, moderate sportliche Aktivität. Das bedeutet dann, Sportler brauchen dann nochmal ein bisschen mehr. Können wir ja gerne nochmal drauf einkommen. Jetzt ist ja die nächste Frage, die sich darstellt, die hast du auch zum Teil schon beantwortet. Warum sollten wir so viel Eiweiß zu uns nehmen? Da ist natürlich wichtig, Eiweiß liefert Baumaterial, nicht nur für Muskeln, wo es ja immer wieder drum geht, sondern aber auch für Organe, aber auch unser Blut und zum Beispiel auch für Enzyme und Hormone, die produziert werden. Und auch als Energiequelle spielt Eiweiß eine Rolle in unserer heutigen Zeit, aber wahrscheinlich eher sekundär betrachtet, da der Körper ja Eiweiß eher erst noch in Energie umwandeln müsste, wenn es notwendig ist. Aber ansonsten bräuchten wir es nicht. Und diese 120 respektive 100 Gramm sind wahrscheinlich auch so kalkuliert, dass sie nicht als, ich denke mal, primäre Energielieferant dienen. Ja, prinzipiell gar nicht Energielieferant, das ist richtig. Auch das, sagen wir mal, diskutiere ich im Buch. Als Energielieferant ist Eiweiß heutzutage einfach viel zu teuer. Ja, als wir noch Jäger und Sammler waren, stellte sich die Frage ja auch gar nicht, letzten Endes. Und da wurde sehr, sehr wahrscheinlich auch Eiweiß verzuckert. Man sagt dann im Biochemischen verzuckert, also in Glucose umgewandelt. Das können wir, das ist gar kein Problem, das kann der Mensch. Der Mensch kann eine ganze Menge Dinge, Ketonkörper aus Fetten und so weiter. Aber das ist aus meiner Sicht, aus meiner Sicht ist das nicht so sinnvoll, das zu tun, weil es halt auch gesunde Kohlenhydrate gibt. Und man braucht auch als Mensch, es ist eng und nett, die gleiche Summe lustigerweise, die liegt auch so ungefähr bei 100 Gramm, 120 Gramm Glucose am Tag, die wir brauchen. Deswegen rate ich auch mittlerweile dazu, pro Mahlzeit halt gesunde Kohlenhydrate, das können aus meiner Sicht Kartoffeln sein, Gemüse sein, Wurzelgemüse eignet sich sehr, sehr gut. Man kann auch mal Nudeln essen, wenn man keine Glutenprobleme hat. Es gibt ja auch qualitativ hochwertige Nudeln. Das sind im Rahmen, bei Nudeln muss man dann halt, wie gesagt, vorsichtig sein, da sollte es nicht mehr als 50 Gramm sein, weil da sind nämlich schon 35 Gramm Glucose. Nudeln haben halt leider prinzipiell, auch wenn es Vollkornnudeln sind, haben sie halt einen hohen Glucoseanteil und kann ein bisschen Blutzucker hochbringen, aber wie gesagt, in einer Mahlzeit ist das mal überhaupt kein Problem. Und wenn man Läufer ist, sowieso, die wissen das auch. Leistungssportler haben ja auch einen viel höheren Tagesbedarf an Kilokalorien, die sie irgendwie abdecken müssen, ansonsten würden sie abmagern. Egal, letzten Endes, was sie essen. Wenn man zu wenig Kalorien isst, dann geht das auf Dauer nicht gut. Dann kommt man in den Hungermodus. Und in den Hungermodus will man nie reinkommen. Vielleicht für dich eben auch als ich nenne es jetzt mal Gelehrter, diese Kalorien-Diskussion ist ja, beziehungsweise wie werden Kalorien ermittelt, ist ja ein total outdatedes Verfahren. Ne? Aber es hilft uns trotzdem immer noch, eine ungefähre Richtlinie zu haben. Also so sehe ich diese Kaloriendefinition mittlerweile. Also ich glaube jetzt nicht, dass eine Kalorie ist. Vor allem nicht, wann isst du sie, was genau isst du und so weiter. Aber wenn wir mal mit diesem Kalorienzeug ankommen, ne, sofern das heute überhaupt noch aktuell ist, dann sollte es hauptsächlich nur als eine Richtschnur zu sehen sein, wo kann ich mich ungefähr ansiedeln. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich kann mich super krass hochwertig mit 1000 Kalorien ernähren, ich kann mich aber auch total müllmäßig ernähren mit 1000 Kalorien. Und da ist natürlich, aber das ist mal ein Thema für eine weitere Podcast-Episode. Ja, genau. Das ist, da bin ich absolut bei dir. Kalorien ist nicht eine Kalorien. Das wird man ganz einfach feststellen. Ich gehe mit jedem sofort die Wette ein. Lass uns eine Woche, du trinkst eine Woche nur Cola, 2000 Kilokalorien, und ich esse eine Woche lang nur Steaks, 2000 Kilokalorien, und wir werden anschließend auf der Waage sehen, was das für einen Unterschied macht. Also eine Kalorien ist nicht nicht Kalorien. Kalorien ist trotzdem nicht unwichtig. Das soll heißen, man darf nicht dauerhaft zu wenig essen. Ne, man braucht schon so ungefähr diese Menge. Also von daher ist es, aus dem Gesichtspunkt ist das schon wichtig. Ansonsten habe ich eine ganz spannende News dazu auch, die rauskommen wird, die aufzeigt, dass man durch 700 Kilokalorien mehr Kalorien essen, die Leute abgenommen haben. Und zwar im Durchschnitt 10 Kilo über, ich glaube, ein halbes Jahr. Sehr, sehr, sehr spannende Kalorien. Was
ein Schlag ins Gesicht von allen Ernährungsberatern ist, die immer noch rumrennen und sagen, ess weniger, mach mehr Sport. Nein, ist falsch. Ess das Richtige. Ne? Lass vor allen Dingen die vielen Kohlenhydrate weg. Viele Menschen vertragen die einfach nicht. Und das sieht man dann leider auch häufig. Und wenn man die Kohlenhydrate reduziert auf eine vernünftige Menge, und das habe ich ja im Buch auch drin, was am einfachsten fällt, wenn man tatsächlich, und da kommen wir wieder ein bisschen zurück, wenn man genug Eiweiß isst, weil Eiweiß sozusagen kann man gleichsetzen mit Sättigung auch. Ja? Eiweiß ist Sättigung. Und da kann ich auch mal so einen Schwank aus meiner Erfahrung, bevor ich mich mit dem Thema Ernährung befasst habe, vielleicht mal so reinfließen lassen, wo vielleicht sich dann auch einige wiederfinden oder was ein grundlegendes Missverständnis ist zum Thema Eiweiß. Ich habe damals tatsächlich nicht wirklich gelernt in der Schule, vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst, aber nicht richtig verstanden, dass Eiweiß essentiell ist. Das heißt, wir müssen das täglich zu uns nehmen. Es gibt 9 Aminosäuren, Bestandteile vom Eiweiß, die wir nicht selbst herstellen können. Das heißt, wir müssen die essen. Und ich habe immer gedacht, naja, du musst ungefähr nur auf die Energiemenge, und der Körper kann da schon irgendwie alles umbauen. Nein, das kann er nicht. Er kann ganz viel nicht ineinander umbauen. Ja? Und beim heute haben wir ja das Thema Eiweiß. Fette ist auch so ein Thema, aber das wäre ein weiterer Podcast. Da kann der Mensch auch vieles nicht. Und beim Eiweiß ist es so, und das ist ganz essentiell zu wissen, 9 Aminosäuren, also 9 Lego-Bausteinchen von 21, die wir als Menschen benutzen und brauchen, können wir nicht selbst herstellen. Diese 9 Lego-Steinchen müssen jeden Tag durch Ernährung reinkommen. Tun wir das nicht, baut der Körper Muskeln ab. Punkt. Period. Und das ist so eine Erkenntnis, eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt. Und da sieht man halt, wie wichtig Eiweiß ist. Wir können Glucose selbst herstellen im Körper, indem wir zum Beispiel Eiweiß verzuckern. Wir können sowieso unseren Glucosebedarf sehr weit runterfahren. Der Mensch kann da sehr weit runterfahren. Man weiß nicht genau wie viel, aber irgendwo zwischen 50 und 100 Gramm Glucosebedarf liegt die Wahrheit. Das ist wahrscheinlich auch individuell wieder verschieden, weil wir nun alle ein bisschen verschieden sind von unserem Hintergrund, wo wir letzten 20.000, 30.000 Jahre unsere Vorfahren herkamen. Wir können Ketonkörper herstellen als Ersatz für Glucose, als Energiebedarf. Unsere ganzen Muskeln können prima auf Fett laufen, solange wir nicht stark die Muskeln beanspruchen. Eigentlich ist die Glucose so aus evolutionärer Sicht dafür diese Spitzenleistung. Ja? Wenn man kämpfen muss, weglaufen muss, jagt. Also wenn man kurzfristig richtig Power braucht, volle Energie, dafür schaltet der Körper komplett die Muskeln um auf Glucose, weil er weniger Sauerstoff braucht. Das ist der Hintergrund. Ansonsten würde er bei Fett bleiben. Die Muskeln lieben Fett. Ja, und wenn wir spazieren gehen, hier so ganz faul, was eigentlich ja total unnatürlich ist für uns Menschen, auf dem Stuhl sitzen, verbrennen unsere Muskeln, die müssen jetzt auch nicht viel machen, außer jetzt gerade meine Arme hochheben, verbrennen die Fett. Ja, dafür verbrennen die Fett, und das tun sie eigentlich auch, also für die 23 Stunden am Tag, wo wir relativ ruhig gelebt haben, muss man sagen, in der Vergangenheit, heutzutage ist es ein bisschen anders, verbrauchen die Muskeln Fett und gar keine Glucose. Ne, Glucose ist, das Gehirn braucht ein bisschen was, ich glaube, Nieren, Nebennieren brauchen ein bisschen was, gibt so ein paar Gewebearten, die ein bisschen Glucose brauchen, deswegen sagt man braucht so am Tag, so am besten, man isst so um die 100 Gramm Glucose, dann zwingt man den Körper nämlich nicht dazu, aus irgendwas, aus wertvollem Eiweiß, weil Eiweiß ist einfach teuer, muss man heutzutage auch, ne, das hat einen Grund auch, warum die ganzen Fertigessen so wenig Eiweiß drin haben. Das sind 2 Gründe. Erstens, die wissen ganz genau auch, was wir hier wissen, oder was wir gerade heute jetzt lernen, dass Eiweiß Sättigung bedeutet. Also, wenn man viel von seinem Produkt verkaufen will, lässt man das Eiweiß weg. Ja? Weil dann ist derjenige nämlich die doppelte Portion, weil er einfach noch Hunger hat. Ja? Das kann jeder auch gerne ausprobieren. Na gut, das bei euch jetzt das falsche Beispiel. Das hätte ich gerade gesagt, jeder kann es mal ausprobieren mit 500 Gramm Steak, versuchen danach ein zweites zu essen. Das klappt nicht. Ja, was ist da mit der goldenen Möwe, die ja dann auch diese riesen Burger haben mit schon auch vielem tierischen Eiweiß? Hängt es dann damit zusammen, dass außenrum das meiste dann doch wieder billige Glucose in Form von Weißmehl und so weiter ist? Weil eigentlich hast du ja dann doch da ein fettes Stück Eiweiß auf der Platte stehen, bist trotzdem 2 Stunden später wieder hungrig. Ja, das